So. Dann ist der Mund nämlich auch nicht mehr so trocken. Ist die Frage, brauchen wir für so einen Ballen dann 4 oder 9? Ich warte jetzt einfach mal ab, bis wir 9 haben. In der Zeit klumpatsche ich hier wieder aus. Kartoffeln hat man, glaube ich, geht hier überhaupt nicht mehr durch. Also wir müssen jetzt wirklich unbedingt ein Lagerhaus bauen. Wir haben auch Karotten endlich. Die hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht. Noch mehr Smaragde, Gold war ja hier. Dann schmeiße ich auch die Goldklumpen rein. Noch mehr Weizen, ach, das wollte ich da lassen. Zwecks Kühe. Schmeiße jetzt auch mal hier mit rein. Eisenklumpen werden wir demnächst mal noch ein paar machen. Einfach für Laternen. Wobei wir natürlich auch einfach jederzeit, wenn wir Laternen machen, uns da Eisen rausnehmen können. Das heißt, ich lagere jetzt mal gar keine Klumpen ein. Außer hier den einen. Gut. Probieren wir es doch einfach mal aus. Was kann ich damit machen? Kann ich den denn jetzt zum Schüren benutzen? Ja. Frage, wie lang brennt der? Brennt der etwa so lange wie eine Kohle? Dann könnte man ja praktisch das eigentlich irgendwie nutzen. Mein Seetang ist gleich abgebaut. Wäre praktisch für den Industrieofen eigentlich viel, viel sinnvoller. Oder wir machen einfach noch einen zweiten hier oben. Der braucht ja dann auch nicht mehr so viel Platz. Holla, der brennt ja echt ewig. Das scheint sich wirklich auszuzahlen. Guck mal, wie wenig da erst weg ist. Ja, oder wir können ja unten dann einfach immer... Nein, ich weiß, wie wir das unten bauen. Das heißt, ich brauche nochmal Trichter und noch einen Ofen. Trichter brauche ich, glaube ich, 2 Stück. Und noch ein paar Truhen. Ich habe die Idee. Dann können wir den einfach auf 2 Arten laufen lassen. Ne, nicht hier. Wobei doch hier. Ich wollte die Kühe füttern. Dann können wir den zusätzlich auch einfach ab und zu mit Seetang befeuern. Das wäre noch spitze. Ach nein, wir müssen da drin einfach nur Seetang brennen und dann die Seetangblöcke automatisch, weil die müssen wir erstmal herstellen. Die müssen wir dann mal sowieso manuell da reinlegen. Dann lohnt sich das gar nicht, was ich da gerade vorhatte. Ne, dann können wir das eigentlich auch lassen. Dann werde ich das irgendwie anders machen. Ich versuche jetzt gerade eigentlich, ehrlich gesagt, bloß aufzuleveln, um mal wieder irgendwas zu verzaubern. Ich denke da tatsächlich gerade an eine Diamantaxt. Einfach weil wir schon den ein oder anderen Diamanten inzwischen haben. Jawohl. Und natürlich, weil wir immer wieder Leder brauchen. Gut. Leder haben wir dann eigentlich für die Zukunft erstmal, glaube ich, genug. Und dann können wir demnächst mal einfach eine ganze Menge Seetang ernten. Praktisch immer unten einen stehen lassen, dass er einfach weiter wächst. Und dann wird das. Des Weiteren könnten wir unten auch langsam ein großes Karotten- und ein Kartoffelfeld anbauen. Und Zuckerrohrplantagen, Bambusplantagen, weil auch Bambus werden wir noch einiges brauchen. Für Gerüste und dergleichen. Und auch, dass wir da ein bisschen manuell reinschmeißen können. Wahnsinn, 17 Dinger und das Ding brennt immer noch. Das ist ja
richtig geil. Wie gesagt, ich glaube, sie dann kann ich auch essen. Bringt zwar nicht besonders viel, aber es kostet ja auch fast nichts. Da würde ich doch echt gern gleich mal so eine komplette Seetang-Erntung durchziehen. Ich glaube, auch das könnte ich manuell machen. Manuell, ich könnte es, glaube ich, als Farm machen. Ich mache das jetzt erstmal hier so mit der Handverkloppung. Einfach mal in so ein Feld da reinmarschiert und ein bisschen geerntet. Weil dafür bräuchten wir einen großen Wassertank. Was jetzt nicht das Problem wäre. Würde ich hinkriegen. So, schnell abtauchen. Das Schöne ist nämlich auch beim Seetang, dass man ja bloß einen abernten muss. Und dann alles nach oben hin. Oh Gott, das wird laggy. Und nach oben hin, das erntet sich ja dann selber ab. Ja, das schaffen wir noch. Sage ich ja. Und jetzt kommt das ja alles nach oben. Ja, da werden wir uns, denke ich, eine kleine Seetangfarm erstmal bauen. Das ist ja wohl der Brennstoff überhaupt. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Da können wir jetzt erstmal ein paar Blöcke machen. Und damit kannst du wirklich richtig viel durchlaufen lassen. Einfach weil die ultra ewig lang halten. Geil. Das hätte ich vielleicht früher schon mal ausprobieren sollen. Also auch allgemein, als ich so für mich privat gespielt habe. Weil das kann man ja mal super geil ausnutzen. Ist richtig effektiv. Aber ich will trotzdem einmal genau wissen, wie viel ein so ein Seetangblock brennt. Sowas brauche ich einfach, da bin ich ganz komisch. Ich muss mir nämlich ausrechnen, was mir praktisch ein so ein Seetangblatt bringt. Damit ich nach dem Ernten immer weiß, wie viel ich jetzt damit machen kann. Ja, ich bin ein komischer Typ. Auf jeden Fall wird das super effektiv. Und ich glaube auch, dass wir uns das dann praktisch gleich... Oha! Dass wir uns das praktisch gleich als erstes bauen. Und dann sind all unsere Probleme passé. Am Ende kannst du mit einem so einem Seetang... Oh, scheiße. Ja. Solange es das Haus nicht getroffen hat, soll es mir egal sein. Oh, leck. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich dachte, es ist jetzt schon lang genug Tag. Stattdessen darf ich jetzt hier schön Krater ausfüllen. Muss ich gleich von drin nochmal Erde holen. In der Zeit schmeiße ich noch 5 Seetang in den Ofen, damit wir genau einen Block bekommen. Und testen können, wie viel ein so ein Seetangblock jetzt aus... Ach, ich wollte Erde holen. Um dann zu schauen, wie viel ein so ein Block brennt. Ich tippe, glaube ich, auf ein halbes Deck. Und das wäre super geil. Super, super geil wäre das. Klick, klick, klick. Oh, ich hasse diese Maus inzwischen so sehr. Kaum nervig. Noch schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn ein einziger Block gefehlt hätte. Da könnte ich immer so leicht ausrasten. Komm zu Papa.
einen Block. Und dann machen wir hier mal einen kompletten Stack zu dem Block. Und bereiten unten bereits die Seetang-Farm vor. Ich wollte ja erst mir was ultra geiles gönnen. Danach werden wir die Seetang-Farm schon mal vorbereiten. Und auch bald in Betrieb nehmen. Oh, ich sollte mir das vielleicht nicht gönnen. Ach doch, wir haben unten noch Diamanten. Alles halb so wild. Die Axt. Ja, brauchen wir sowieso gar nicht so oft. Haltbarkeit 3 könnten wir gegebenenfalls gleich drauf machen. Das hier bringt uns nichts, das auch nicht. Nö, wir können uns momentan erstmal bloß Haltbarkeit 3 auf die Axt packen, zusätzlich zu dem, was wir jetzt am Enchantment Table bekommen. Ach, ich hätte Lapis gebraucht. Ja, wir brauchen da unten auf jeden Fall eine Truhe, wo Lapis Lazuli drin ist. 1, 2, 3. Und los geht's. Glück 3. Boah, hab ich das jetzt, wenn ich eine Hacke da reinleg, auch? Verflucht. Ich muss mir ganz schnell meine Diamantspitzhacke holen. Beziehungsweise ich muss eine neue machen. Dafür muss ich schnell in den Keller. Das ist ja super geil. Dann können wir endlich. Ups, das. Da wird gerade gegen das Mikrofon geschlagen. Vor lauter Aufregung und Freude. Dann können wir endlich im Keller auch Diamanten abbauen, wenn wir eine Glück 3 Diamantspitzhacke haben. Haben wir zufällig Stiggies hier? Irgendwo. Irgendwo? Nein, och Mann. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gern die Spitzhacke schon hier hergestellt. Aber bitte lass es jetzt klappen. Wenn es jetzt wieder weg ist, wäre richtig ärgerlich. Endlich eine Glück 3 Spitzhacke. Und da knallen wir dann auch sofort die Haltbarkeit mit drauf. Die Diamant-Axt haben wir ja trotzdem erstmal. Schadet ja auch nicht. Die können wir auch irgendwann anders verzaubern. Beziehungsweise wir kriegen jetzt dann sowieso relativ schnell mehr Diamanten. Ja, Glück 3. Sehr geil. Jetzt hauen wir noch Haltbarkeit 3 drauf. Irgendwann hoffentlich auch noch Reparatur und Effizienz. Aber jetzt soll sie erstmal so lange aushalten, bis wir eben Reparatur bekommen. Das kann nämlich sehr lange dauern. Mit etwas Pech sogar unendlich lang. Suchen kostet jetzt 3. Suchen funktioniert es nicht. Ja, sehr schön. Damit können wir unten im Keller direkt loslegen und Diamanten fangen. Und wir haben ein Skelett zu Besuch. Das ist da oben im Gästezimmer. Das heißt, wir müssen auch den Dachboden noch ein bisschen ausleuchten. Dazu wollte ich ja Laterne anbringen. Aber das machen wir erst, wenn Herr Skelett weg ist. 20 Stück macht einen so einen Block. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Zwar nicht das, was ich erwartet hätte, weil 20 ist da schon eine ziemlich komische Zahl, aber auf jeden Fall sehr cool. Jetzt gehen wir Diamanten abbauen. Haben wir... Ach, wir haben die Hacke nicht dabei. Die sollten wir gleich mitnehmen, weil wir dann das Weizenfeld fertig machen können. Das ist ja vom Prinzip... Ein Block fehlt da ja immer. Dann nehmen wir die gleich mit und gehen Diamanten holen. Mal schauen, wie viel wir da jetzt dadurch rausbekommen. Ich denke, in diesem Feld waren ja schon 2. Das dürfte sich ja, denke ich, schon recht gut lohnen. Oh, es sind 3. Wir haben ein... Oh, es sind 4 und wir haben schon 5. 9. 13 Diamanten.
wir haben bloß 4 Stück abgebaut. Ist hier irgendwo Erde? Ich brauche bloß einen einzigen Erdklumpen. Nehme ich mal aus der Decke einen raus. Da können wir uns bald eine Diamantrüstung bauen. Da können wir jetzt verschwenderisch leben. Geil. Hier bräuchte man dann auch noch eine Holzstufe. Die könnten wir aber noch in einer der Truhen haben. Und zwar hier. Ich brauche eh bloß eine. Und bei dem Strip-Mining-Gängen müssen wir auch mal durchschauen, weil ich denke, dass auch dort irgendwo noch Diamanten übrig gelassen wurden von uns. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwo war da noch was. Und natürlich bauen wir auch damit ein bisschen Kohle ab. Dann kriegen wir davon auch noch viel mehr. Wobei wir die ja dank unserem Seetang jetzt, also dieser Seetang-Erkenntnis, gar nicht mehr brauchen. Eins. Oh, wie schön. Also diamantentechnisch lohnt sich das jetzt richtig. Oha, 30 Stück. Wie krass ist das denn? Das ist dem Wahnsinn. Vielleicht hatten wir noch mehr. Er wird langsam gierig. Ja, wir laufen hier einfach nur so auf und ab. Und schauen mal. Ach, wollen wir gucken? Nee, Kohle brauchen wir gerade einfach nicht. Das können wir später auch noch machen. Da werden wir natürlich die super geile Hacke auch nutzen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich wäre blöd genug gewesen, hätte das Glück 3 doch auf die Axt angewendet. Das hätte uns ja nicht mal was gebracht. Das wäre einfach nur dumm gewesen. Aber mir absolut zuzutrauen. Also. Da ist noch einer. Der hat auch bloß einen abgebaut, aber das ist ja nicht schlimm. Da bin ich gar nicht traurig, weil wir kriegen trotzdem so viel. Wir haben jetzt praktisch 13 Stück abgebaut und 31 bekommen. Da kann man sich definitiv nicht beschweren. Das reicht, glaube ich, sogar schon fast für die Rüstung, wenn ich mich nicht täusche. Und die werden wir natürlich auch super geil verzaubern. Die Frage ist bloß, wo machen wir jetzt das Seetangfeld? Das würde ich sogar fast hier dann in der Nähe von den Öfen machen. Das können wir dann praktisch hier einfach an der Wand entlang ziehen. Ich glaube, das mache ich auch. So, den Aufbau stelle ich mir eigentlich ganz einfach vor. Wir setzen hier überall Erde. Hier machen wir 3 hoch Glas. Nach oben gehen wir noch ganz, ganz, ganz weit. Also wirklich so weit, wie es uns möglich ist. Wir müssen natürlich immer noch dorthin kommen können. Und dann setzen wir von oben einfach Wasser. Dadurch füllt sich dieses Becken. Dann pflanzen wir unten bloß diese eine Reihe an und nehmen hier ein Glas raus. Das wird nämlich nicht nachschwimmen, weil es hier noch nach unten fließt. Und dann können wir hier einfach so dran vorbeilaufen und in der oberen Etage einfach alles abholen. Das ist der Plan. Aber das mache ich, glaube ich, einfach über so eine Art Wartungsschacht, wo man dann eine kleine Leiter hochkommt oder vielleicht auch mit Gerüstblöcken. Weil mit dem wollte ich sowieso ein bisschen öfter mal arbeiten. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Und finde ich fast ein bisschen schade, weil auch das ist ja ein recht cooles Ding, was sie da eingebaut haben. Und dann nutzen wir das auch mal.
Dann müssen wir. Ach, das sollte ich vielleicht aber nicht mit der guten machen. Die sollte ich schonen. Da bauen wir hier jetzt einfach mal rein. Mal schauen, wie weit. Und unser Inventar müssen wir dann auch etwas leeren. Ich weiß auch noch gar nicht, wie hoch ich hier gehen soll. Also 17 Blöcke, wenn er hochwachsen würde, wäre eigentlich ganz cool, weil dann kriegen wir pro Teil, was wir abbauen, 16. Einer muss ja immer unten stehen bleiben. Und das heißt, wir bräuchten bloß 4 nebeneinander und hätten schon einen Stack. Das wäre schon sehr gut. Aber das wäre eben auch sehr hoch. Ich nehme jetzt von hier unten, glaube ich, mal gleich alle Diamanten mit nach oben. Und sortiere die in unsere kleine Schatztruhe. Und zack. Langsam aber sicher werde ich hier in unserem kleinen Spiel schon wesentlich routinierter. Und langsam kommen auch immer mehr Aufgaben dazu, von ganz alleine. Können wir die schon fast... Na, unten können wir sie noch nicht ganz machen. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal Seetangblöcke möglichst viele haben, um die dann unten in die Maschine einfließen zu lassen. Das heißt, dafür nutze ich jetzt nochmal die Kohle. Auch die hier, denn Kohle können wir jetzt, wie gesagt, jederzeit super effektiv abbauen. Und dann brennen wir hier mal alles durch. Alles möglichst effektiv aufteilen. Ich glaube, alles kriegen wir. Doch, wir kriegen alles gebraten. Sehr schön. Und wir haben noch 6 Kohlen übrig. Das ist doch einwandfrei.